Hallo, sieht man mich überhaupt? Keine Ahnung. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Eigentlich hatte ich für das heutige Video anderes geplant. Ist aber halt jetzt nicht so. Deshalb dachte ich mir, anstatt dem eigentlichen Video mache ich jetzt mal wieder so ein Uncut-Real-Talk-Video-Dingens, weil ja, heute ist einfach nicht mein Tag. Und es hat irgendwie nicht alles so geklappt, wie ich das gerne wollte. Aber obwohl ich mich auch frage, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das einfach nur einrede. Aber naja, heute, also ich habe ja die ganze Woche gearbeitet und wollte jetzt eigentlich heute ein Video, beziehungsweise eigentlich wollte ich 5 Videos aufnehmen. Also mal wieder völlig realistische Ziele gesetzt. Hab auch schon ein Video gedreht, was ihr entweder in 2 Wochen, nee, ihr seht es am 2. Dezember, das steht schon fest. Und ja, heute hat irgendwie schon so angefangen, dass ich zu lange im Bett liegen geblieben bin und anstatt mich dann gleich unter die Dusche zu stellen, um mich so frisch zu machen für den Tag, war ich recht lange in meinen Schlafsachen unterwegs, habe auch in Schlafsachen gefrühstückt, habe mich dann wieder ins Bett gelegt, weil ich dachte auch, diese Woche hast du jetzt so viel gemacht, jetzt kannst du heute mal ein bisschen mehr chillen. Dann habe ich zu viel gechillt, dann habe ich zu viel, ja, einfach nur im Bett gelegen und ich dann so in eine Gänge kam, ne, hat das irgendwie schon so ganz viel von meiner Energie, sei es, keine Ahnung, körperlich, kognitiv oder auch kreativ weggesogen oder irgendwie so mich so runtergezogen. Und irgendwie habe ich den Punkt verpasst, wo ich hätte entgegensteuern können. Und habe dann ja schlussendlich doch geduscht. Ich hoffe, man sieht es. Und mich fertig gemacht und dann auch gedreht das Video. Und habe mich die ganze Zeit irgendwie richtig kacke gefühlt dabei. Habe dann hier gesessen danach und dachte, okay, jetzt versuchst du mal rauszufinden, was du gerade willst. Weil ich hatte so innere Unruhe, alles war irgendwie kacke, alles war irgendwie überdramatisiert. Irgendwie, ja, war halt einfach so der Wurm drinnen, ne? Und dann saß ich halt hier so und kam nicht drauf, was mir denn fehlt. Irgendwann dachte ich so, na gut, vielleicht hast du ja auch Hunger. Ist ja auch in vielen Fällen so. Und ja, bin dann einfach rausgegangen und tatsächlich zu DM, ist nicht gesponsert oder irgendwas, haben mir dann Nagellack gekauft. Eigentlich wollte ich nichts kaufen, außer Essen, aber er ist grün und ich hatte noch nie, glaube ich, grünen Nagellack und ich probiere den jetzt einfach mal. Und ja, war dann beim Bäcker und alleine ein bisschen draußen zu sein. Also es ist zwar recht kalt gerade in Berlin, aber dafür war heute richtig, richtig schöne Sonne draußen. Und einfach so ein bisschen spazieren zu gehen, die Wohnung zu verlassen, das hat schon richtig viel ausgemacht. Also ich war wieder besser drauf. Ich hatte das Gefühl, dass mein, wie heißt denn das, Kreislauf und so sich verbessert. Einfach, ja, war einfach alles viel besser. Und dann, als ich mir gerade das Material angeguckt habe, was ich gefilmt habe, war das auch eigentlich gar nicht so kacke, wie ich dachte. Also ich bin jetzt wieder recht guten Mutes. Ich habe zwar noch nicht wirklich viel damit weitergemacht, aber ja, ich bin auf jeden Fall besser drauf. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja das ja, dass es einfach solche Tage gibt, die halt einfach irgendwie blöd sind. Und da bin ich halt ja gerade halt oder seit einiger Zeit auch manchmal immer daneben. Herausfinden, wie ich dem so ein bisschen entgegensteuern kann und wie ich besser auf meinen Körper hören kann und herausfinden kann, was ich dann brauche. Aber manchmal finde ich es immer noch ein bisschen schwierig. Manchmal weiß ich ganz genau, wenn ich Hunger habe oder Durst habe oder vielleicht auch einfach ein bisschen Schlaf brauche. Aber manchmal habe ich dann so eine innere Unruhe oder halt so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, dass ich einfach nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Und dann werde ich noch frustrierter, weil ich ja eigentlich auf meinen Körper hören will, aber ich höre nichts und das nervt mich. Und ja,
bin halt einfach so ungeduldig. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles überhaupt hier reinnehme ins Video, aber naja. Was ich auch noch sagen wollte ist, wegen letzter Woche von meinem Video. War das jetzt die Kamera oder mein Handy? Mein Handy. Wegen dem MS-Zentrum-Termin, MRT-Ergebnis-Video. Ich habe da ja was zu gesagt wegen Blutspenden. Also, ich hatte ja neulich meine Blutgruppe testen lassen und dann gab es ja den Tipp, dass man ja auch einfach Blut spenden könnte und dass es ja dann kostenlos bestimmt wird, die Blutgruppe wohl. Und dazu habe ich dann halt Kommentare bekommen, dann beziehungsweise aufgerufen, nicht aufgerufen, aber ich habe gesagt, dass ich in Zukunft gerne mal spenden wollen würde und ja, halt dieses Ganze und dass es halt wichtig ist und Blutspenden ist auch extrem wichtig, aber ja, ihr habt mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass MS-Patienten nicht Blut spenden sollten oder es nicht empfohlen wird. Mehr oder weniger. Also ich habe dann auch nochmal nachgeguckt im Internet. Ich habe noch keinen Arzt oder so gefragt, aber halt ja verschiedene Seiten gesehen, ja, wo halt auch gesagt wurde oder die Empfehlung ausgesprochen wurde, dass halt MS-Patienten nicht spenden sollen, weil man weiß halt nicht, wie sich das auswirkt dann bei den Spenderempfängern, sag ich mal so. Und das macht schon irgendwie Sinn. Und ja, deshalb finde ich das halt auch so toll, dass ihr auch da seid und mich korrigiert. Und jeder macht mal Fehler. Und ich sage ja auch immer, dass ich kein Mediziner bin oder irgendwas oder die Weisheit mit den Löffeln gefressen hätte. Ist irgendwie cool, oder? Sieht man wahrscheinlich gar nicht im Dusten. Und dass ich halt so richtig nett darauf aufmerksam gemacht wurde, finde ich richtig toll. Vielen Dank. Und deshalb habe ich ja auch diesen Kanal, damit wir alle so voneinander lernen. Sich gegenseitig Tipps zu geben, nett und freundlich in einer, ja, netten und freundlichen Miteinander. Nicht jemand zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat, sondern einfach, ja, offen zu sein und Empfehlungen auszusprechen. Aber nicht irgendwie sagen, oh, du musst unbedingt dies oder das machen oder irgendwie sowas. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, jeder verträgt Sachen anders und ja, für jeden hilft irgendwie irgendwas anderes. Ich verstehe ja nicht, was du als MS-Patient fühlst oder welche Einschränkungen du hast und du wirst nie, obwohl ich so Videos darüber mache, zu 100% verstehen, wie es mir geht, so, ne? Und meine Ängste und alles. Ich meine, wir können ja nicht in andere Menschen zu 100% das fühlen, was sie fühlen. Aber wir können halt versuchen, es so gut zu verstehen wie möglich. Je mehr Offenheit da ist, je mehr Gespräch stattfindet, desto mehr kann man einander verstehen. Und so gegenseitiges Verständnis ist einfach unfassbar wichtig, finde ich. Ja, genau. Also fassen wir dieses Video zusammen. Ich habe erstmal 10 Minuten lang erzählt, wie scheiße es mir heute ging. Beziehungsweise, was mir geholfen hat. Falls ihr solche Tage habt, so wie ich heute, wo ich einfach denke, ich kriege nichts geschissen, was ist dann euer Tipp? Wie zieht ihr euch daraus? Also, zum Beispiel, geht ihr dann spazieren, so ein bisschen, so wie ich? Lackiert die Nägel, so wie ich? Esst was, so wie ich? Oder habt ihr noch andere Tipps? Schreibt das gerne in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen richtig schönen Sonntag. Ich meine, ich lache mich bestimmt gleich kaputt, wenn ich mir das alles angucke. Ich hoffe, euch hat dieses Video irgendwie gefallen. Auf eine Art und Weise. Vielleicht könnt ihr jetzt nochmal mal. Seht ihr das? Ich weiß nicht. Zeige ich jetzt irgendwas? Ich hoffe nicht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.